Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Training. Mein Name ist Max Wienke und ich bin Marktanalyst hier bei Xtrade Brokers in Frankfurt. Wir starten wie immer mit dem Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Einfach nochmal der Hinweis natürlich, dass man hier entsprechende Informationen findet auf unserer Website unter www.xtb.de. Und ich betone nochmal, dass ich hier keine Handelsempfehlung ausspreche. So, was steht heute an? Neben Wall Street und DAX, Pfund wahrscheinlich das interessanteste oder der interessanteste Markt. Schauen wir uns gegenüber dem Dollar an. Verhandlungen laufen. Es gibt allerdings heute Morgen weitere Meldungen der nordirischen DUP-Partei. Das könnte sozusagen erstmal für etwas Abwärtsdruck sorgen. Verluste waren relativ verhalten. Schauen wir uns gleich an. Euro-US-Dollar ansonsten, Schweizer Franken, polnischer Zloty. Und wir werfen auch nochmal einen Blick auf den Ölmarkt. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und Markt tendiert seitwärts und wartet letztendlich auf einen richtungsweisenden Impuls. So, wir fangen an mit dem S&P 500. Wir haben im Wochenchart ja, eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends erlebt. Allerdings Gewinne wirklich sehr, sehr begrenzt. Das letzte Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass der Volatilitätsindex letztendlich hier nach unten tendiert. Ja, das heißt, der Markt könnte sozusagen wieder in Anführungszeichen Normalität wiedererlangen. Ja, das heißt, solche, ich sag mal, kleinschrittigen, aber stetige Anstiege könnten eben jetzt hier möglicherweise bevorstehen, zumindest wenn wir keine negativen Überraschungen erleben. Ja, das heißt, der Markt könnte also nochmal hier das Allzeithoch oder diese Widerstandszone hier oben nochmal antesten. Und ja, bei einem Durchbruch könnten wir natürlich deutlich mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder mal über ein potenzielles Kursziel geredet. Aufgrund der Fibo-Projektion könnte man eben dann die Marke von 3.100 Punkten ja sozusagen anpeilen. Aber bis dahin muss natürlich noch einiges passieren und wir gucken jetzt einfach nochmal, ja, was im Tageschart so interessant ist, beziehungsweise was letztendlich die Einflussfaktoren waren für die Bewegung seit Dienstag. Grundsätzlich haben wir eine sehr positive Berichtssaison oder einen Berichtssaisonstart erlebt an der Wall Street. Am Dienstag gab es erste Berichte und auch die gestrigen Updates der Unternehmen war insgesamt unterm Strich eigentlich recht positiv. Insbesondere bei den Banken war man dann durchaus überrascht. Wir haben ja gesehen, Rezessionsängste sind durchaus da. Wir haben Zinssenkung der FED erlebt. Das ist natürlich etwas, was letztendlich die Geschäftstätigkeit der Banken belastet. Allerdings haben wir eben einen starken US-Konsum, der das in gewisser Weise eben ausgleichen kann. Allerdings in dem Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, dass das natürlich eben nicht unbedingt etwas ist, was sich natürlich zwangsweise auch so fortsetzen wird in der Zukunft. Und da haben wir eben mit dem gestrigen Einzelhandelsbericht aus den USA auch nochmal eine negative Überraschung erlebt. Wir sehen es hier 14:30 Uhr. Einzelhandel ist eben hier eingebrochen, das heißt eingebrochen, zurückgegangen auf Monatsbasis um 0,3%. Das ist der erste Rückgang seit Februar 2019. Und das ist natürlich etwas, was sozusagen Sorgen aufkommen lässt über den allgemeinen Zustand der Wirtschaft, nicht nur in den USA, sondern eben auch weltweit. Ansonsten bekräftigt das natürlich andererseits wieder die Erwartung eine Zinssenkung. Ja, das heißt, die FED könnte möglicherweise dann im Oktober eine dritte Zinssenkung vornehmen. Das wird letztendlich auch vom Geldmarkt derzeit eingepreist. Das heißt, 25 Basispunkte könnten die Zinsen dann eben nochmal gesenkt werden. Das heißt, das könnte letztendlich dazu führen, dass der Markt eben hier auch nochmal einen Impuls bekommen könnte. Es ist aber die Frage, ob geldpolitische Impulse reichen, um diese Sorgen um eine Rezession eben da ausgleichen können. Ansonsten IWF hat auch nochmal davor gewarnt, dass insbesondere Aktien in den USA und Japan überkauft sind. Und dass hier eben Vorsicht geboten ist und ja, natürlich die Abwärtsrisiken weiterhin zunehmen und auch groß sind.
So, das war letztendlich das, was am Dienstag und am Mittwoch interessant war. Andererseits haben wir nochmal an der Handelskonfliktthematik ein paar neue Nachrichten bekommen, nachdem man ja sozusagen bereit war, einen Teildeal zu unterzeichnen, gibt es jetzt eben hier erste Stolpersteine oder ich sag mal wieder erste Anzeichen dafür, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China verschlechtern könnten. Es geht letztendlich darum, dass die USA eben ein Gesetz verabschieden oder durchbringen wollen, um die pro-demokratische Bewegung in Hongkong zu unterstützen. Das heißt, man möchte hier letztendlich sozusagen eine regelmäßige Überprüfung ermöglichen. Und das könnte dann eben zur Folge haben, dass eben Wirtschaftssanktionen drohen gegenüber Peking oder eben dann eben auch ja, gegenüber dem Land. Die Chinesen oder China hat natürlich direkt reagiert und hat gesagt, dass man nicht möchte, dass man sich in die inneren Angelegenheiten einmischt und hat eben auch schon mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Und man hat eben bisher auch nicht gesehen, dass die Chinesen hier gezeigt haben, dass man noch bereit wäre für weitere Gespräche. Das könnte natürlich noch kommen, aber man sieht, dass das Stimmungsbild eben ja, sich wieder verschlechtert und letztendlich fragil bleibt. Und das ist letztendlich auch etwas, was der Tageschart uns eben ja auch eben hier so liefert als Signal. Grundsätzlich, wir haben ja diesen Aufwärtstrendkanal mit einer leichten Aufwärtstendenz, der noch intakt ist. Wir waren nicht in der Lage, die Allzeithochs nochmal zu testen, kamen aber hier nochmal an die 3000-Punkte-Marke ran. Was jetzt interessant ist, man könnte noch argumentieren, dass natürlich auch hier dieser, ich sag mal, etwas steilere Aufwärtstrend noch intakt ist, nachdem wir hier kurzzeitig mal wirklich sehr stark zu kämpfen hatten. Grundsätzlich tendiert der Markt jetzt hier eben weiter seitwärts und im 4-Stunden-Chart können wir auch noch mal so ein bisschen drauf schauen. Also Abwärtstrendlinie der tieferen Tiefs vom September. Das wurde eben letztendlich hier durchbrochen. Ja, diese kurzfristige Abwärtstrendstruktur, die haben wir durchbrochen. Wir haben einen Durchbruch oder einen Crossover vom 50er und 200er EMA auf 4-Stunden-Basis. Das ist etwas, was den Aufwärtstrend bestätigt. Und wir scheitern jetzt hier an ja, dieser Bodenbildung, die wir Mitte September hatten. Der dient jetzt eben, dieser Boden dient jetzt hier eben als Widerstand und hält letztendlich die Bullen erstmal hier vor einer weiteren Aufwertung ab. Das heißt, der Markt ist sich hier auch bisher relativ unsicher und es geht mal davon aus, dass letztendlich hier die nächsten Schlagzeilen den Markt entweder nach oben oder nach unten treiben werden. Auf der Oberseite oder die Allzeithochs sind eben sehr, sehr nah dran. Deswegen gibt es durchaus schnell die Möglichkeit, Aufwärtspotenzial freizusetzen. Andererseits sollte man eben auch nochmal sich vor Augen führen, wo denn hier die wichtigen Unterstützungen liegen. Und die liegen hier eben im Bereich der 2049-Punkte-Marke und dann eben weiter unten beim 200er EMA. Also, das könnte durchaus sein, dass wir hier, nachdem wir die kurzfristige Rallye hier unterbrochen haben, möglicherweise übergeordnet ein tieferes Tief haben. Und das ist durchaus etwas, was man berücksichtigen sollte oder zumindest im Hinterkopf hat als potenzielles Szenario, sprich hier Allzeithoch, gescheiterter Test oder ja, Fehlausbruch nicht, aber wir sind ja nochmal sehr nah rangekommen, tieferes Tief und dann könnte es durchaus sein, dass man auch hier einen stärkeren Ausverkauf wieder erleben könnte. Da wird natürlich viel notwendig sein und deswegen sollte man das eben jetzt hier Stunde für Stunde oder ich sag mal Tag für Tag eben hier beobachten, wie es dann weitergeht bei der Handelskonfliktthematik und wie die Chancen auf weitere Zinssenkungen sind. So, wir kommen jetzt zum deutschen Leitindex. Auch nochmal hier, wie immer, Wochenchart, haben wir natürlich letztes Mal schon besprochen, aber es hat sich eben ein bisschen was getan. Ja, der Markt ist ein bisschen weiter nach Norden gewandert, sage ich mal. Das ist natürlich etwas Positives, weil ja, Wochenkerze ist natürlich nicht abgeschlossen. Es gibt noch viel, viel Spielraum bis Freitagabend.
Und es ist natürlich sehr, sehr positiv, dass wir hier letztendlich die Gewinne von Anfang der Woche nicht abgegeben haben, sondern die sogar etwas ausgebaut werden konnten. Das heißt letztendlich, dass Juli Hoch hier von 2019, das konnte man überwinden. Neues Jahreshoch jetzt hier. Allerdings, ja, müssen wir mal gucken, ob diese Gewinne dann nachhaltig sind oder nicht. Potenzielle Kursziele haben wir hier bei den Hochs vom Sommer 2018 im Bereich der 12.850-Punkte-Marke und dann eben auch in Richtung 13.200 Punkte. Das war eben hier so dieses Double Top und das war letztendlich hier der entscheidende Auslöser für diesen starken Ausverkauf, den wir dann Richtung Ende des Jahres oder letzten Jahres erlebt haben. Deswegen, also grundsätzlich, technisch gesehen, eine sehr schöne Ausgangslage, Ausbruch aus der Konsolidierung. Wir haben die übergeordnete Abwärtstrendlinie durchbrochen und das heißt, dass wir hier im Monatschart eben diesen ja, langfristigen Trend scheinbar wieder aufnehmen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Garantie dafür, dass wir eben auch nochmal bald dann die Allzeithochs erreichen. Aber das ist durchaus eine schöne Grundlage und darauf müssen wir jetzt eben hier aufbauen und mal runtergehen in den Tageschart, um zu gucken, wie denn da die Lage ist. So, also auch nochmal hier, vielleicht aufgegriffen. Starker Ausverkauf Anfang des Monats. Eine ja, Kursstabilisierung. Und daraufhin eine schöne Aufholjagd. Was natürlich jetzt hier interessant ist, dass wir eben letztendlich hier diese starke Widerstandszone etwas unterhalb von 12.500 Punkten überschritten haben und die Gewinne diesmal eben auch nachhaltig zu sein scheinen. Wir sehen sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik, ja, mit dem Durchbruch darauf. Deswegen, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt beispielsweise diesen Anstieg vom Freitag hier nicht gehabt hätten, ja, und der Markt vielleicht hier vielleicht, sagen wir mal, kleinschrittiger nach oben gewandert wäre, dann hätte das vielleicht eben problematisch sein können. Das sieht aber eben so aus, als ob wir hier eben die Gewinne erstmal halten können. Wobei diese Dynamik hier natürlich auf der Oberseite sehr, sehr stark abnimmt und nach einem Anstieg vom Tief hier unten bis zum aktuellen Schlusskurs, na, da haben wir ungefähr 840 Punkte wieder gut gemacht. Da ist durchaus eine ja, gewisse Korrekturanfälligkeit da. Und das ist vielleicht etwas, was man auch jetzt kurzfristig oder im kurzfristigen Handel durchaus berücksichtigen sollten. Man sollte. So, kommen wir gleich darauf zu sprechen im Stundenchart, aber auch nochmal der 4-Stunden-Chart. Hier nochmal der Vergleich in Schwarz-Weiß, Deutscher Leitindex und in Blau nochmal der S&P 500. Wir sehen, dass letztendlich der S&P 500 in der Vergangenheit outperformed hat. Das muss natürlich nicht immer, muss natürlich nicht so bleiben. Aber in der Vergangenheit oder jetzt in den letzten Tagen haben wir gesehen, dass eben der DAX eben die Nase vorne hatte und er eben im Vergleich zum S&P 500 in der Lage war, auch ein höheres Hoch auszubilden. Ja, das fehlt hier beim S&P 500, das haben wir eben gesehen, Rallye gestoppt und da könnte vielleicht eben hier Korrekturanfälligkeit da sein. Sprich, wenn sich an der Wall Street natürlich die Stimmung verschlechtern sollte, dann könnte das eben auch übergreifen auf den deutschen Leitindex. Deswegen könnte man eben nach dieser starken Rallye hier in diesem Monat auch nochmal hier den S&P 500 im Auge behalten. So, 4-Stunden-Chart nicht unbedingt notwendig. Wir haben die wichtigen Informationen aus dem Tageschart gerade schon herausgefiltert. Und jetzt kommen wir nochmal zum 30-Minuten-Chart. Genau, das wäre vielleicht nochmal interessant. Wir haben gerade darüber geredet, Aufwärtsdynamik lässt nach, allerdings Aufwärtstrend kurzfristig noch ganz klar intakt. Einfach darauf, dass eben diese, ja, diese Trendstruktur aus höheren Tiefs und höheren Hochs intakt bleibt. Und bisher konnte man eben auch keine stärkere Korrektur feststellen. Ja, also es ist immer ganz interessant, wenn man beispielsweise die erste Korrekturbewegung einer Trendbewegung sich mal so ein bisschen einzeichnet. Das ist hier das erste Rechteck. Bei der späteren Korrektur hatten wir einen ähnlichen Umfang. Ja, das heißt, sobald der Markt oder der Kurs diese Unterseite hier nicht unterschreitet, ist das immer ein gutes Zeichen, dass wir hier eben nur eine Korrektur haben.
Und wir sehen es ja auch, dass der Markt letztendlich das als Kaufgelegenheit gesehen hat. Das heißt, der Trend wird wieder aufgenommen, auch wenn man hier natürlich ja, wenig Argumente gefunden hat für eine ja, echte Unterstützung. Ja, der Markt ist so stark angestiegen, aber letztendlich wurde hier ja, dieser Umfang der ersten Korrektur erstmal respektiert. Danach das Ganze, ja, man könnte argumentieren, dass das natürlich im Vergleich zu dem, was wir dann Anfang der Trendbewegung gesehen haben, weniger attraktiv war, aber letztendlich auf der Oberseite waren die Rücksetzer auch relativ verhalten und es gab hier eben immer wieder die Möglichkeit, sich hier diesem Trend dann anzuschließen. Ja, das heißt, auch aus dem 30-Minuten-Chart wäre das möglich oder das könnte man beispielsweise als Orientierung nehmen, um dann vielleicht im 5-Minuten-Chart aktiv zu werden. Das heißt, ja, sobald dieses bullisches Setup nicht negiert wird, gibt es eben einfach die Möglichkeit für weitere Anstiege und da ist man eben letztendlich immer besser bedient, als wenn man versucht, sozusagen immer hier diesen Hochpunkt zu finden und auf eine Trendumkehr zu spekulieren. Das ist eben hier auch nochmal interessant. Ja, wir sehen, der Markt hat immer wieder starke Rücksätze erlebt. Für eine Trendwende hat es dann aber eben nicht gereicht und dementsprechend waren die Bewegungen auf der Oberseite immer deutlich attraktiver. Ich würde ja für eine Trendwende natürlich erstmal abwarten, wie sich der Markt an den lokalen Unterstützungen verhält. Das heißt, kurzfristig der 20er EMA in blau, blaue Linie hier. Wir haben da einen Unterstützungsbereich bei 12.580 Punkten. Ja, da hatten wir hier einen Ausbruch, schöne Bodenbildung. Und entscheidend für eine kurzfristige Trendwende wäre für mich dann eben hier, wie gesagt, dieser Bruch dieses violetten Rechtecks im Bereich der 12.520 Punkte. Das wäre für mich der Beginn einer Trendwende, heißt aber nicht, dass man vorher nicht schon Short gehen könnte, wenn eben hier weitere Anzeichen von Schwäche eben folgen. Ja, das heißt, wenn wir hier eben kein höheres Hoch ausbilden in den nächsten Stunden und der Markt nach unten tendiert, dann könnte das vielleicht eben der Beginn eines stärkeren Pullbacks sein. Kursziele auf der Oberseite haben wir definiert. Im Tageschart wäre es natürlich von ganz besonderer Bedeutung, dass wir hier diesen Bereich eben letztendlich verteidigen können. Ja, 12.500 Punkte Marke, psychologisch gesehen extrem wichtig. Das heißt, in Richtung dieser Marke hätten wir knapp 150 Punkte um den Dreh und spätestens da sollten wir dann aber eben wie eine Reaktion der Bullen sehen, wenn es zu einem Ausverkauf kommt, weil alles hier drunter könnte dann eben das Chartbild so stark verschlechtern, dass wir dann hier möglicherweise länger seitwärts tendieren oder dann könnte vielleicht eben auch noch mal mehr Verkaufsdruck folgen. Aber müssen wir dann gucken, wenn es dann eben soweit ist. So, jetzt kommen wir, genau, wir machen jetzt kurz das Pfund US-Dollar, oder genau, wir gehen da nochmal kurz in meine andere Karteikarte hier sozusagen. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Markt eine sehr überraschende Wende erlebt hat, ja, Tageschartbasis. Wir haben uns hier aus dem bärischen Trendkanal befreien können. Auf der Oberseite gab es letztendlich ja, keinerlei Widerstände oder beziehungsweise konnten die Bullen den Kurs immer weiter nach oben bringen. Das heißt, alle wichtigen Marken, ja, wir haben hier begonnen bei etwas oberhalb von 1,22, 1,23, 1,24, hier auch nochmal im Bereich der 1,2550. Das war so ein Bereich, der insbesondere seit Juni sehr interessant war. Der Ton ist weg. Kein Problem, ich habe es noch gemerkt, wo er weg war. Deswegen, also nochmal hier. Wichtige Widerstandszone wurde letztendlich auch überschritten und der Markt arbeitet sich jetzt hier sozusagen Schritt für Schritt weiter nach oben. Jetzt ist die Frage, ob dieser, ich sag mal, Optimismus hier um den Brexit-Deal vielleicht nicht etwas überbewertet ist. Es gab natürlich auch hier wichtige Entwicklungen und das wäre vielleicht auch nochmal was, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen sollten. Und zwar, wir haben
einerseits gesehen, dass die Verhandlungen ja fortgesetzt worden sind. Die wurden auch als konstruktiv bezeichnet. Allerdings hat das bisher eben nicht ausgereicht für einen Deal. Zeit ist natürlich extrem knapp. Das heißt, wir müssen hier natürlich mal schauen, ob bis zum 31. Oktober dann noch ein Deal möglich ist. Der Premierminister Boris Johnson hat natürlich oder möchte an seinem Versprechen festhalten, dass man hier eben sozusagen einen Deal bekommt. Allerdings gibt es eben hier Probleme, weil eben die nordirische DUP-Partei letztendlich die Vorschläge eben hier oder dann noch nicht ganz einverstanden ist mit den Vorschlägen. Und heute Morgen gab es auch noch mal eine wichtige Meldung und da ging es eben insbesondere jetzt darum, um die Mehrwertsteuer. Das ist sozusagen etwas, ein weiterer Knackpunkt, wo Johnson letztendlich die Partei überzeugen muss. Allerdings nicht nur die Partei. Also es ist natürlich so, dass ein Gesetzesentwurf derzeit vorbereitet wird. Man möchte so einen Entwurf letztendlich bei dem heute beginnenden EU-Gipfel präsentieren. Und das Ganze muss dann eben am Ende auch nochmal vom britischen Parlament eben abgesegnet werden. Sprich, Boris Johnson steht hier unter sehr, sehr hohem Druck, dass er hier letztendlich die entsprechende Unterstützung findet. Und das wird letztendlich das Pfund eben nochmal treiben. Was auch noch ein wichtiger Streitpunkt ist, ist jetzt eben einfach diese Grenzfrage zwischen Nordirland. Ja, Nordirland gehört ja eben sozusagen zu Großbritannien und dem EU-Mitglied Irland. Man möchte jetzt eben, und das ist hier die neue Idee, dass man versucht, diese Grenze auf die Irische See zu verschieben. Und da geht es letztendlich hier darum, wie man zukünftig diese Zölle oder Zollfragen letztendlich behandelt. Und da gibt es eben anscheinend eben noch, ja, ist eben hier noch Arbeit notwendig, um da einen Konsens zu schaffen. So, das heißt, Pfund, ja, US-Dollar, aktuell würde ich sagen, vielleicht der Optimismus überbewertet, ja, aufgrund dieser extrem starken Anstiege. Kurstechnisch dürften wir eben auch wieder mit etwas Abwärtsdruck rechnen können, aufgrund eines überkauften Zustandes. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier den 4-Stunden-Chart rüberwechselt oder so und mal den RSI-Indikator einfügt, dann wird man sicherlich eben Extremzustände ja, sehen. Allerdings letztendlich, ja, die technische, die Markttechnik und die Charttechnik könnte eben hier auch ignoriert werden, entsprechend der Nachrichtenlage. Ja, das heißt, sollte ein Deal doch noch zustande kommen, sprich positive Überraschung, könnten wir dann eben auch die nächsten Hochs anpeilen. Dann geht es dann relativ schnell in Richtung 1,3132. Das sind die Hochs, die wir im März oder eben auch im April gesehen haben. Und ansonsten auf der Unterseite könnten wir eben auch noch mal eine Neubepreisung erleben, wenn eben der Deal nicht zustande kommt und Boris Johnson gezwungen ist, sozusagen eine Verlängerung zu beantragen über den 31. Oktober hinaus. Da wäre dann eben dazu gesetzlich verpflichtet, wenn man eben in den nächsten Tagen dann keine Einigung bekommt. Und dann wird dann eben hier dieser Bereich um die 1,2750, das wird dann hier der entscheidende Unterstützungsbereich sein. So, wir wollten auch noch mal kurz über den Euro-US-Dollar sprechen, auch vielleicht noch mal ganz kurz hier. Ausbruch aus dem Trendkanal, aus dem bärischen Trendkanal scheint hier nachhaltiger zu sein, als vielleicht einige vermutet hatten. Ich gehe mal davon aus, dass die Bewegung überwiegend aufgrund einer Dollarschwäche zustande gekommen ist. Ja, wir haben es eben schon besprochen. Schwache Daten aus den USA zum Einzelhandel dürften hier entsprechende Wirkung gehabt haben und schwache Daten sorgen natürlich eben dafür, dass die Märkte eben weitere Zinssenkungen der Fed erwarten und dementsprechend belastet das eben die US-Währung. Das heißt, auch hier könnte man sich eben vielleicht nochmal auf weitere schwache US-Daten konzentrieren. Wenn es da weitere Anzeichen von Schwäche gibt, dann könnte man eben auch die 1,11er-Marke eben nochmal in Angriff nehmen und dann könnte das Paar eben auch aus technischer Sicht wieder ja, so weit ansteigen, dass man hier von einer möglichen Trendwende sprechen könnte. Bleibt da aber skeptisch, aufgrund dieser trüben Aussichten für den Euroraum. So, wir kommen zum Paar Schweizer Franken, polnischer Zloty.
Das könnte auch interessant werden. Wir haben auf Wochenchartbasis auch noch mal ein paar interessante Bewegungen erlebt. Vielleicht noch mal, um das aufzugreifen: Wir hatten hier 2018 und auch 2019 eine sehr lange Seitwärtsphase. Ja, das war wirklich sehr, sehr unattraktiv für die Händler. Aber da hat sich eben wieder einiges geändert. Wir haben sehr, sehr viel Volatilität erlebt in den letzten Wochen oder eben auch in den letzten Monaten. Ja, Ausbruch nach oben. Allerdings starker Widerstand hier oben. Haben letztendlich hier ein Double Top Muster ausgebildet. Die Nackenlinie hier unten wurde auch schon unterschritten. Und jetzt muss man dann eben mal gucken, ob sozusagen hier die Oberseite dieses jüngsten Konsolidierungsbereichs eben hier sozusagen als Unterstützung dienen kann. Oder ob sozusagen dieses Double Top Muster dazu führt, dass wir eben hier in diesen Konsolidierungsbereich wieder reinrutschen. Müssen wir mal schauen, wie sozusagen die Märkte gegenüber dem Schweizer Franken eingestellt sind und was dann eben auch nochmal die Daten aus Polen liefern. Da gibt es um 10 Uhr nochmal ein Update zum Arbeitsmarkt und das könnte vielleicht dann eben nochmal den Markt eben in eine entsprechende Richtung bewegen. So, jetzt kommen wir abschließend. Wir wollten noch den Ölmarkt machen, genau. Wir schauen mal auf die Ölsorte Brent. Genau, im Wochenchart können wir uns das auch ruhig nochmal anschauen. Grundsätzlich, wir haben eine ganz klare Dreiecksformation, da hat sich bisher nicht allzu viel getan. Das heißt, der Markt versucht hier weiter herauszufinden, ob sozusagen ja, die trüben Nachfrageaussichten überwiegen oder ob es hier möglicherweise wieder eine Wiederbelebung gibt. Ja, wir haben ja beispielsweise gesehen, dass der australische Dollar eben wieder etwas aufwerten konnte. Das heißt, einige Anleger sind eben auch wieder allgemein etwas risikobereiter. Beim Ölmarkt haben wir gesehen, dass letztendlich die Ölhändler hier doch Schwierigkeiten haben, trotz dieses ja, Bodens hier unten den Markt dann wirklich deutlich nach oben zu bringen oder vielleicht eben hier auch eine stärkere Erholung einzuleiten. Wir können auch nochmal in den Tages- oder in den Stundenchart reinschauen, um das auch nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Wir scrollen mal kurz ein bisschen raus. Wir sehen hier das Gap, das wir hatten aufgrund der Angriffe auf saudische Ölraffinerien. Gap wurde dann in den folgenden Tagen geschlossen und daraufhin wurde eben hier dieser Abwärtstrend kurzfristig weiter fortgesetzt und das hatte hier eben dann am Ende mal ein Ende, Entschuldigung. Das heißt, hier hat man nochmal so einen Spike nach unten, starker Dip. Und das erste Mal, wo wir diese Abwärtstrendstruktur letztendlich durchbrochen haben, war beim NFP-Bericht, den wir Anfang des Monats gesehen haben, 4.10. Hier sehen Sie es, 14 Uhr, da gab es hier eben einen ersten kräftigen Anstieg und da gab es wieder die Chance auf einen Bruch dieser Abwärtstrendstruktur. Seitdem hat sich eben auch einiges getan. Ja, das heißt, die Bewegungen auf der Oberseite waren eigentlich auch recht sauber und schön. Da hätte man eben auch das Ganze sehr schön traden können. Allerdings, ja, diese ganz starke Erholung oder nachhaltige Bewegung oberhalb von 60 Dollar, die bleiben eben hier eben aus. Wir können aber sehen, dass ein wichtiger Widerstands- oder Unterstützungsbereich, je nachdem, wo wir dann eben hier waren, dass der eben respektiert wird. Das ist sozusagen der Bereich unterhalb der 59 Dollar. Und hier sehen wir eben eine ganz klare Seitwärtsbewegung oder ein Oszillieren um diese Marke. Aufgrund des Anstieges, ja, den wir jetzt hier bei der aktuellen Stundenkerze sehen, haben sich die Chancen auf einen Anstieg aber hier eben wieder deutlich verbessert. Wir haben hier zwei höhere Tiefs. Das heißt, kurzfristig eine ganz gute Grundlage. Wir haben Unterstützung gefunden bei einer wichtigen Unterstützungszone. Und wir hätten jetzt hier eben nochmal die Möglichkeit auf einen möglichen Test hier oben der lokalen Hochs. Und danach könnte man dann relativ schnell Aufwärtspotenzial freisetzen. Das ist etwas, was durchaus interessant werden könnte in den nächsten Stunden oder Tagen. Das heißt, hier im Bereich der 59
50-70. Das wäre so das erste Kursziel. Danach ging es dann in Richtung 60-60. Und danach müsste man dann eben auch wieder rüber in den vielleicht Tages- oder 4-Stunden-Chart. Danach könnte man dann eben hier auch nochmal eine Bewegung Richtung 62 Dollar sehen. Ob der Markt sozusagen die Kraft hat für diesen Anstieg, das muss man dann eben nochmal heute genauer beobachten. Wir gucken noch mal in dem Kontext kurz auf den Kalender. Wir haben gestern noch mal ein Update zu den Rohölagerbeständen bekommen vom API, API-Schätzung. Die kam diesmal einen Tag später, weil einige Behörden aufgrund eines Feiertages geschlossen blieben am Montag. Deswegen wurde das Ganze eben hier verschoben um einen Tag. Wir haben aber gesehen, dass wir eben einen starken Lageraufbau hatten von mehr als 10 Millionen Barrel. Das ist natürlich etwas, was den Ölmarkt grundsätzlich belastet. Und die große Frage, die man sich dann eben stellt, ist, ob die offiziellen Zahlen dann am heutigen Nachmittag das eben bestätigen. Das heißt, würde das bestätigt werden, dieser Lageraufbau, dann könnte der Markt eben hier diese Unterstützungszone möglicherweise eben nicht halten. Sollten wir allerdings einen geringeren Lageraufbau haben oder vielleicht eben auch einen Lagerabbau, dann könnte das eben, wie gesagt, hier ein bullisches Setup eben stützen und dann gäbe es dann eben hier nochmal die Chance auf der Oberseite. Ansonsten datentechnisch 10:30 Uhr. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen genannt. Einmal Daten aus Polen. Wir haben über die Rohöllagerbestände gesprochen. Ansonsten gibt es dann eben am Nachmittag nochmal ein paar Reden von FED-Mitgliedern. Und es gibt hier nochmal ein Update zum Immobilienmarkt. Ja, das sind zweitrangige Daten, sind aber eben auch wichtig, um den Zustand der US-Wirtschaft zu beurteilen. Das heißt, Volatilität vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, aber dennoch eben wichtiger Datenpunkt, um letztendlich hier diesen Gesamtkontext eben besser bewerten zu können. So, da sind wir durch für heute. Der nächste Termin ist dann wieder am Dienstag, 5. November. Ja, ich bin erstmal 2 Wochen nicht im Büro, deswegen auch hier nochmal der Hinweis. Es wird aber dann eben wie immer weitergehen, sprich 9:30 Uhr werden wir dann eben hier über die wichtigsten Marktereignisse natürlich reden. Wünsche Ihnen natürlich bis dahin sehr viel Erfolg bei Ihren Trades und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut.